Jo, hallo Leute, willkommen bei Silverfeld Games and More. Ich bin der Flo und wir spielen wieder Final Fantasy XII. Wir sind immer noch in der Grabstätte Raidwall, das ist quasi Teil 2. Und ich habe mir überlegt, wir werden jetzt doch mal versuchen, diesen ersten Demlack hier zu besiegen, den Dämonenwall. Und zwar werde ich mir, ich habe jetzt jedem einen weiteren Mystack gegeben. Wir beginnen jetzt mit einer Mystron-Serie. Ich hoffe, dass ich das ganz gut hinbekomme. Und wenn wir dann das Team wechseln quasi auch noch mal und hoffe so ihn in die Knie zu zwingen. Ja, genießt die Show. I never miss. Got a surprise for you. How about some of this? Cool. Ja, und jetzt kommt wieder nichts mehr. Das ist so verschwenderisch. Schade. Okay. Gucken, was er abgezogen hat. Jetzt kommt noch ein Inferno. Boah, das hat ja nichts abgezogen, ey. Jetzt kann ich wieder. Okay, mal sehen, ob das jetzt klappt, dass Fahren noch mitspielen kann. Komm schon. Oh Mann, ich verstehe nicht. Ach, so war das genau. Mit neu mischen konnte man. Ich hab's völlig versaut, ey. Ach, blöd. Könnte mich wieder ärgern. So, wir geben ihm jetzt mal hier ein Etau. Ach, schade. So, dann nehmen wir vorne rein. So. Ja, mal gucken, ob das jetzt klappt. Wir haben ja schon die Hälfte abgezogen. Also wir sind auch schon wieder ganz schön weit zurückgedrängt, ey. Wieso denn Zeit abgelaufen? Ich hab doch gedrückt, ey. Ah, das ist ja sehr behindert, ey. Ja, jetzt haben wir schon mal die Hälfte gegeben. Ich glaube, selbst wenn wir jetzt schnell angreifen, volle Wulle, wird's echt eng. Komm, mach, mach, mach! Ach, schade. Ein Barsch ist auch noch raus. Das ist aber. Aber Fran hat ja noch Mystic. Er schaut auch wieder ein. Versuchen es gleich nochmal. Komm schon! Komm schon! Oh. So. Ist ja blöd, dass Fahren jetzt eingeschlafen ist. Das ärgert mich mega. Ja. I must endure. Gut, fünfter Treffer. Acht wäre schon nicht schlecht oder so. I must be strong. Sehr schön. Keine Zeit mehr. Das ist aber auch so krass, ey.
Oh, wir haben eine Kataklasse erreicht. Das ist cool. Auf jeden Fall wesentlich stärkerer Angriff. Setzt sich immer so zusammen, wie viel müsste man auf Level 1 oder Level 2 schaffen. Yeah, wir haben es geschafft, Alter. Mega! Haha, du Penner. Coole Sache. Das war echt knapp, ey. Ja, was sagt's denn? Was liegt denn da noch ein Stück? Cool. Ja. Das ist doch mal großartig. Meine Stimme weg. Achso, Wahn schläft noch. Das kann ich aber immer noch nicht da runter. Ich dachte, dass. Ah, okay. Ja. Genau so war das. Das war nämlich, ich glaube, da gibt es noch eine geheime Kiste oder was? I think so. Gucken wir. Wahn ist aufgewacht. Wenn ich mich recht erinnere, war hier eine Kiste mit einem, ich glaube, mit einem Schwert drin, aber das ist ja hier alles ein bisschen anders, ne? Mal schauen, was wir finden. Gegner? Ah, mit Wasser will ich auch nicht rumlaufen, ey. Ein Flash. Ey, widerlich, ey. Was ist drin? Ein Kollaps-Splitter. Ich werde nachher nochmal hingehen zu der Kiste, denke ich. Wenn ich nochmal reinkomme hier, ich weiß gar nicht. Auf. Sehr schön. So, was ist die andere Seite der Tür hier? Ja. Okay. Das Schwert war nicht in der Kiste. Aber ich versuch's wie gesagt gleich nochmal. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, dann wollen wir mal gucken, wo uns in dieser Geheimgang, den wir da aufgedeckt haben beim letzten Mal, hinbringt, ne? Ich habe die Kiste noch mal versucht zu kriegen, aber die kam nicht noch mal, obwohl ich eigentlich auch drei
Zonen weitergelaufen bin. Aber egal. So, wo waren das jetzt? Hier. Oder? Ja. Der kann. Ist schon wieder nicht auf der Karte drauf. Der Gang. Sehr mysteriös. Aber wir gucken mal. Wo wir da jetzt so hinkommen. Ja, das sieht auch vielversprechend aus. Fog? Underground? Not fog. Mist. Mist. You can see the mist with your eyes? Where it is thick enough, you may. The nether runs deep in this place. So, is the mist dangerous? Yes, but it is also an aid. A dense mist allows the working of powerful magics. I'll keep that in mind. Can't count on Vaughn to keep track of these things. That's for sure. Nee, Vaughn will nur auf Luftschiff fliegen. So. Okay, jetzt sind wir also da. Und ich wette, wenn wir oben lang gegangen wären, wären wir da oben auch rausgekommen, ne? Scheint einleuchtend. So, dann werden wir mal gucken. Was hier noch so zu holen gibt. Ja. Da ist eine Kiste. Ein Blutschwert, eine coole Sache. So, komme ich jetzt ungeschadet darüber oder gehe ich lieber oben lang? Ich gehe lieber oben lang, oder? Ja, ja, ja. Ich erzähle euch dann später, warum wir das sehen. Ja. Wir haben es nämlich auch bald geschafft, das Level. Da werden wir dann sicherlich oben rausgekommen. Braucht man nicht versuchen. Wird wohl so sein. So, hier ist noch eine Kiste. Jawohl. Phönixfeder, na toll. ja, komisch. So, dann werden wir runtergehen. Sehen wir da eigentlich schon was, wenn ich da runter gucke? Nee, nicht doch da. Ah, seht ihr warum. Da sitzt der gute Belia. Ja. Ich sehe gerade, wir sind gar nicht richtig geheilt. Verdammte Axt. Der letzte Grabwächter. Und das ist auch gleichzeitig unsere erste Bestia. Ja, sehr feurig, ne? Ich würde sagen, wir müssen erstmal kurz die Ash heilen. Die Ash selber wird es mal mit Aqua Zauber versuchen. Ja, ah, das sollte kein Problem sein, sehe ich gerade. Und ich denke, wir machen wieder mal eine Mystics-Kette. Und dann sollte das vielleicht auch schon erledigt sein. Ich finde das sehr geil. Got a surprise for you. Noch ein paar zwei. How about some of this? Ah, Zeit abgelaufen, ey. Okay, das sollte nur von Inferno reichen, wirklich. Nee, noch wieder eine Kataklase.
ganz gereicht, aber egal. Wir haben ihn trotzdem ganz schön eingeheizt. Waren eigentlich schon was geklaut von ihm? Oh, ey, Leute. Brauchst du schon? Nur wurde jetzt erstmal richtig zornig, der Gute. Ja. Oh, Basler und Wahnsinn, der tut sich gerade. Komm schon. War's schon. Ja, schön, 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 schön. Er geht dazu auf die Knie, der Gute. Beschwörungslizenz, Dämoniten Bilias erhalten. Ja, wie gesagt, eine Esper. In vain glory they arose, shouting challenges at the gods, but prevail they did not. Their doom it was to walk the mist until time's end. A legend of the Nemo. My family tells a story of the Dynast King and an Esper. The story goes that in his youth, the Dynast King defeated a mighty Gigas, for which the gods took heed of him. Thereafter, it was ever bound to him in thraldom. So, all this time it's been here guarding the Dynast King's treasure? Not so. The Esper is the Dynast King's treasure. That's your treasure? In this Esper we now command rests a power whose worth is beyond any measure. Is that so? Call me old-fashioned, but I was hoping for a treasure whose worth we could measure. Tja, würde ich wohl enttäuschen. So. Hello, sehr schön. Jetzt muss noch die zwei Truhen einverleihen. Ein Zufallszauber. Und... Da, ein Elixier. Nice. Zufallszauber, was war denn das eigentlich? Kann ich das irgendwie angucken? Das war bestimmt eine Technik. Ja, so what? Ich kann nicht nur meine Techniken eigentlich. Kann ich gar nicht, ne? Naja. Auf jeden Fall, was wir jetzt machen können, ist eine Esper beschwören. Und zwar kann sie einer von den ganzen ausrüsten. Belias. Esper-Lizenzen können es nur einmalig für einen Gefährten erworben werden. Erwirbt ein Gefährter eine solche Lizenz, wird das Feld vom Lizenzfeld der anderen Gefährten entfernt. Okay. Hier ist sie. Was ist das? Zweitbrennlizenz. Ah, cool. Also ab jetzt können alle, hoffe ich, ein zweites Lizenzbrett erwerben, ja. Und damit quasi noch eine andere Waffengattung und andere Fähigkeiten dazu lernen. Ja, sehr cool, werde ich mich gleich mal nach der Folge hinsetzen und immer überlegen, wer da nur was letztendlich kriegt. Zwar meine Gedankenspiele sind so, dass ja
Ash hat jetzt zum Beispiel Schwarzmagie, da werde ich auf jeden Fall noch eine starke Waffengattung dazugeben, dass sie halt auch eine mächtige Waffe hat, weil diese Stöcke, Zauberstöcke, Scheiße, da mag ich nicht. Ja, so wird es wohl werden. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Weißmagier, den haben wir noch gar nicht. Also Fenelo kann es im Moment noch gut heilen, aber ich glaube, sie kriegt nachher als Rotmagier kein Viglar und so. Das werden wir überlegen, aber das werde ich auch nicht Pinello dann geben, weil sie ja schon doch eine Menge Zauber hat. Ja, muss ich mir mal überlegen, wie ich das mache. Das mache ich dann aber offscreen und werde euch dann präsentieren. So, jetzt gehen wir erstmal raus hier. Beenden dieses Level und die Folge. So, jetzt kommt ja noch na, ein bisschen. Eine kleine Minute müssen wir noch spielen. So. Wir müssen ja noch den Morgensplitter holen. What's wrong? Your Majesty, we must go. What? Ooh, Rustler. Will be avenged. Ja, sehr schön. So, mal raus hier. So kann ich eigentlich den Morgen wieder. Den konnte ich da, glaube ich, annehmen. MP-Werte werden auf 0 gesetzt. Magieabwehr plus 20. Ja, das ist schon krass. Das könnte man für Boltier nehmen oder so, der eh nicht zaubert. Für Barsch vielleicht, hat er auch keine Zauber, ne? Ja. So. Der letzte Standortwechsel wird uns auf jeden Fall wieder rausbringen. Ja, so. Mal kurz speichern. Und dann haben wir noch einen kleinen Moment zu spielen, bevor ich euch entlassen kann. Es passiert noch was Wichtiges. Thank you.
such a tremendous honor to again be graced with your presence, Majesty. You left us with such great dispatch upon our last encounter that I must confess I had begun to worry that we may have given your Majesty some cause for offense. Such a heartfelt display of remorse. Now what is it you want? I want you to give me the Nethysite. The Nethysite? That is a base imitation. We seek Wraithwald's legacy, the ancient relics of the Dynast King, deifected Nethysite. Did you not tell them, Captain Azalus? Majesty, he speaks of the Dawn Shard. That is the Nethysite. Are you mad, Vossler? If we are to save Dalmasca, we must accept the truth. I will fight this profitless battle no more. Captain Azalus has struck a wise bargain. In return for the Dawn Shard, the Empire will permit Lady Ash to reclaim her throne, and the Kingdom of Dalmasca will be restored. Think on it. An entire kingdom for a stone. You must admit, 'tis more than a fair exchange. And when all is said and done, your master will have another pet. Lady Ash, let us take him for the people of Dalmasca. Your Majesty wallows in indecision on peril of their heads. And his shall be the first to fall. Well, at least your sword is to the point. To think the relics of the Dynast King were deifected Nethysite. Dr. Cid will be beside himself. What did you say? Captain Azalus, take them to Shiva. They should have leave to return to Rabanasta soon. I want you to assess its power. Did our orders not specify that we return the stone for testing? I will not chance returning with a stone that is yet unproven. Ja, Vossler ist nämlich eigentlich ein Verräter. So, jetzt sind wir auf dem nächsten Schlachtschiff, beziehungsweise dem nächsten Schiff. Ich glaube, da sind wir nicht lange drauf. Der leichte Kreuzer Shiva. When we return to Dalmasca, we can announce that you are alive and well. I will then continue our negotiations with the Empire. I believe Lars has the key. He'll listen to us. We should trust him. Who are you, Vossler, to talk of trust? A son of Dalmasca. Our equipment here is limited, so we'll be using the ship's drive to make our assessment. Once we've connected the stone, the reaction should be easily measured. Methods do not interest me, only results. What? Friend? Such heat! The mist, it's burning! 6,800, 6,900, 7,000! This must be deifected Nethysite! The count still climbs! Ah, we found it at last. True deifected Nethysite. The power of the Dynast King in my hands. Blood alone does not an emperor make, Vane. What is this? Something's wrong. What is it? You stand dead! Hold her down! Böse.
What's wrong with her? I always knew Fran didn't take well to being tied up. I just never knew how much. How about you? I like Fran's idea. Let's get out of here. No farther! Sky Pirates, the future of Dalmasca will not be stolen. Why do this, Bosch? This struggle is futile. You must know where it leads. I do know. All too well. Oh. Oh. So, Vosla, jetzt bist du dran. Ich kann auch. Wir werden ihn erstmal ein bisschen langsamer machen. So, noch eine Welle. So, ich denke, jetzt. Achso, da rufen können wir noch nicht. Ich hätte jetzt eigentlich mal Belia einsetzen können. Das machen wir dann beim nächsten Mal. So, auf geht's. I got it. Got a surprise for you. How about some of this? How about some of this? Oh, wieder Zeit abgelaufen, ey. Das ärgert mich, ey. Ja, jetzt war es nur ein Inferno. Das wird nicht reichen, denke ich. Schade. Doch, hat gereicht. Engine power falling rapidly. Each negative, impossible. Engine room, this is the bridge. Report. What are they doing down there? Happened. The Neversight's draining the ship's out power! Right. Disengage it at once! I want that We're number 3 gun! Let me in! It's infected! Reach critical in 300! Cascade failure! Bosch, let's go! All I have done... I've ever thought of Dalmasca first. I know you do. I would ne'er gainsay your loyalty. Look on what my haste has wrought. Did I act too quick? Or was your return too late? I can serve her no more. You must take up my charge. Damn. Tja.
This might get a little dicey. The mist. It manifests now. Is that what you call this? Ja, der Morgenschutter will zu seinem rechtmäßigen Besitzer zurück. Ja. Und damit hätten wir ihn wieder. So, Leute. The Dreadnought Leviathan is sunk. The 8th Fleet of the Arcadian Imperial Army lost. As word of the events in the Yacht sounded throughout the Empire, Quitai Bujerba, citing sudden malady, my true motive, to bring the various counter-imperial forces scattered throughout Ivalice together in unified resistance. By this time, Lady Ash had made her return to Rabanaster. She had not, however, made known her presence. Rather, she was content with keeping both her own whereabouts and those of the Don Shard concealed. Had she chosen then to go before her people, my error in announcing her suicide would be known, to the great detriment of my efforts to assemble a resistance. In such circumstance as the Lady Ash then found herself, even were she to proclaim Dalmasca restored, it would serve only to invite the Empire's wrath. Though Arcadia had lost her 8th Fleet, she remained, as ever, a military power with which to be reckoned. Ja, so sieht's aus. Wir sind wieder in Rabanastre. Ah, sehr schöne Bilder, herrlich. Das waren die legendären ersten Bilder, die sie damals veröffentlicht hatten, glaube ich, ja. Sehr schön. So, Leute, ich werde jetzt noch ein paar Nebenaufgaben machen, so wie das Gespräch mit Katharina weiterführen und ich glaube, Arne und ihre Schwestern, da kann ich auch in eine neue Route fliegen. Und ja, wenn es wieder zur Sache geht, dann werde ich euch auf dem Laufenden halten. In dem Sinne sage ich erstmal tschüss, danke fürs Zusehen. Lasst mir bitte, bitte einen Daumen nach oben da. Das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ja. Sonst wird der Part zu lang. Wie gesagt, lasst mir doch noch oben da, kommentiert fleißig und ich bin der Flo, ich bin raus.